Real Talk, Freunde, kriegt ihr das überhaupt mit, wie geil es eigentlich aktuell ist? Also der Food-Sektor im Bereich Aktien, die haben aktuell ihre Schwierigkeiten, egal ob das eine PepsiCo ist, eine JM-Smucker, eine Hormel Foods, Keurig Dr. Pepper hat letztes Jahr Schwierigkeiten gehabt und auch Conagra Brands, die Unternehmen, die können ihre Umsatzziele, ihre Nettomargen zum Teil gar nicht mehr erreichen, wie sie sich das vorgenommen haben vor einigen Jahren. Und das ist ja gut, weil der Aktienkurs zum Teil stark zurückgekommen ist, zum Beispiel bei PepsiCo um 20%, was mir jetzt gerade so einfällt. JM Smucker tendiert ja auch aktuell bei ca. 110 US-Dollar und das ist richtig gut. Warum ist es gut? Du musst es einfach verstehen. Die Unternehmen haben kurzfristig ihre Probleme. Das heißt einfach, die schaffen, wie schon anfangs erwähnt, nicht ihre Umsatzziele. Ihre Nettomarge leidet darunter und dadurch leidet ja auch erstmal der Ausblick für das Jahr 2024, 25, 26. Die haben das einfach ein bisschen revidieren müssen nach unten und das ist ja etwas, was wir Investoren nicht sehen wollen. Wir wollen ja, dass die Unternehmen ihre Ziele übertreffen, mehr Umsatz für uns erwirtschaften, mehr Gewinn erwirtschaften, uns prozentual natürlich auch die Dividende steigern, aber genau diese Schwierigkeiten möchten wir ja sehen, dass es den Unternehmen kurzfristig schwierig fällt, die Sachen zu steigern, weil dadurch kommt natürlich auch der Aktienchart zurück. Dadurch haben wir die Möglichkeiten, die Unternehmen günstig zu kaufen. Das ist immer so ein bisschen bei mir im Hinterkopf drinnen. Ich versuche das ja auch immer hier wieder mitzuteilen. Nicht dich unterkriegen lassen, sondern natürlich auch die Unternehmen anschauen. Schauen, wie sieht es denn aktuell mit der Nettoverschuldung aus? Macht es Sinn, hier zu investieren? Schaffe ich eine überproportionale hohe Rendite zu erwirtschaften? Also mein Ziel ist es, wenn ich investiere, Minimum 10% durchschnittlich im Jahr damit zu verdienen. Das ist mein Ansporn. Und da kommt am Sonntag zum Beispiel ein neuer Newsletter für dich komplett kostenlos raus. Dort zeige ich dir meinen letzten Aktienkauf, was ich diese Woche getätigt habe. Dort bekomme ich 6% Dividendenrendite und die Aktie ist jetzt schon in dieser Woche um 5% gestiegen. Das ist natürlich auf jeden Fall mal richtig, richtig stark. Also gerne kostenlosen Newsletter abonnieren. Link ist im Profil drinnen. Und sonst einfach überlegen, machen die Investitionen Sinn? Ich habe dir jetzt hier ja einige Ideen schon geliefert. Bitte immer do your own research. Niemals etwas blind nachkaufen. Niemals FOMO haben. Niemals Gefühle mit ins Spiel bringen. Und wenn du Fragen hast, einfach gerne jetzt in die Kommentare reinschreiben. Und ganz wichtig, mit dem Link im Profil drinnen bekommst du 75 € Bonus, bis zu 20 Gratis-Aktien oder sogar bis zu 8,9% Zinsen.